So sah heute der Tag im Süden Israels aus. Immer wieder gab es Alarm wegen Raketen aus Gaza. Bereits gestern Abend war dieses Haus in Beersheva getroffen worden. Dabei wurde ein Israeli getötet. Wir haben das Gefühl, dass der Staat nichts tut, sagt dieser Mann. Man hat überhaupt kein Gefühl von Sicherheit. Tatsächlich aber greift die israelische Armee Gaza immer wieder an. So auch gestern Nacht und heute Nachmittag. Es gab Tote und Verletzte. Die Entscheidung des israelischen Premiers Netanyahu, die Angriffe noch auszuweiten, wird auch von der Opposition unterstützt. Israel sollte noch härter reagieren, um die Gewalt zu beenden. Wenn wir nur so wie bisher weitermachen, verlieren wir nur. Gestern Nacht demonstrierten viele Menschen in Kairo vor der israelischen Botschaft, weil Israel offensichtlich aus Versehen ägyptische Soldaten an der Grenze erschossen hatte. Israel bemühte sich auch heute, die Spannungen mit Ägypten zu glätten. Ich bedauere sehr, dass einige ägyptische Soldaten getötet wurden. Kein Israeli möchte, dass das ägyptische Volk oder seine Armee in Gefahr gerät. Inzwischen berichten verschiedene Medien, dass die Hamas-Regierung und andere Extremistengruppen Israel einen Waffenstillstand ab heute Abend angeboten haben. Doch im Augenblick schaut es nicht danach aus, dass Israel dieses Angebot annimmt. Denn die große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt ein weiteres Vorgehen der Armee. Ein Waffenstillstand jetzt würde bedeuten, dass sich Terror auszahlt, heißt es. Und so dürften die Kämpfe wohl noch eine Weile weitergehen. Bleibt nur die Frage, ob sie auch das gewünschte Ergebnis bringen.